Jedes Jahr im Frühjahr erwachen Frösche und Kröten aus ihrer Winterstarre. Das passiert, wenn es wärmer wird und es nachts nicht mehr kälter als 5 Grad Celsius ist. Meist ist das um den 20. März herum, jedoch dieses Jahr ist es wirklich fast einen Monat später, also um den 20. April herum, wo ich diese Kröte hier bei uns hier auf der Straße gefunden habe. Und ihr seht selber, sie hat auch etwas Angst. Ich habe sie hier gefilmt. Ich habe sie nämlich von der Straße bei uns gerettet. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum machen die Tiere sowas? Warum sind sie jetzt auf der Straße? Und keiner weiß so richtig Bescheid. Und ich möchte euch mal hier etwas aufzeigen, warum denn das so ist. Ja, und der Grund ist eigentlich ganz einfach, weil die Amphibien zu dem Gewässer zurückkehren wollen, wo sie aufgewachsen oder wo sie geschlüpft sind und als Kaulquappe aufgewachsen sind. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also die Tiere kehren immer zu ihrer Heimatstätte zurück und das wollen sie natürlich jedes Jahr im Frühjahr auch machen und darum begeben sie sich manchmal sogar über kilometerlange Reise und überqueren dann natürlich auch Straßen. Und bei der Straßenüberquerung bleibt ihnen nichts anderes zu hoffen, als dass sie kein Auto überfährt. Und drum appelliere ich nochmal heute an euch alle, haltet die Augen offen nachts, wenn ihr unterwegs seid. Gerade in feuchter Witterung begeben die Tiere sich sehr oft und das massenhaft dann schon über die Straßen. Und hier sehen wir jetzt auch schon mal so ein Bild, wie schwer so eine kleine Erdkröte auch hat, um hier einen Gehweg herhoch zu klettern oder ja, zu erklimmen, sage ich jetzt mal. Das ist eine kleine Bordsteinkante, die ist wenige Zentimeter hoch. Und ich weiß nicht, wie das andere Amphibien oder Lorche hier vonstatten gehen lassen, über diese Kante zu klettern. Also die Tiere haben es schon wirklich nicht einfach auf unseren Straßen und Wegen. Bei vielen Menschen ist manifestiert, dass Kröten giftig sind. Und Kröten sind aber eigentlich überhaupt nicht giftig. Sie sondern lediglich ein Sekret ab, was sie vor Schlangen oder anderen Tieren fernhält. Und dieses Sekret gibt es natürlich ab, wenn ihr die Kröte anfasst, aber wenn ihr danach die Hände wascht, ist das total ungefährlich. Und ich bitte euch, haltet an, wenn ihr so ein Tier seht, sichert euch und das Auto ab, wenn ihr euch auf die Straße begebt und setzt das Tier bitte auf die andere Straßenseite, damit es nicht überfahren wird. Also die Tiere brauchen wirklich besonderen Schutz hier heutzutage. Viele Menschen fahren einfach durch die Welt einfach nur krank und fahren, was es kostet, egal ob da irgendwas auf der Straße liegt oder ob irgendwas auf der Straße steht. Ja, und es ist einfach wirklich nur traurig, wie manche Leute sich im Straßenverkehr verhalten. Also, jetzt im Frühjahr bitte bei feuchter Witterung nachts vielleicht das Nebellicht auch anschalten. Da seht ihr nämlich die Tiere noch besser, wenn sie auf der Straße sitzen und langsam fahren, gerade in gekennzeichneten quasi Bereichen, gibt es ja auch Verkehrsschilder dafür, Krötenwanderung und so weiter. Und haltet die Augen offen und tut auch mal nachts was für die Tierwelt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Rat befolgt und wir sehen uns wieder in einer neuen Folge von Jürgen Klärt's.